Der Eintritt hier ins Koala Hospital ist frei, dafür sind halt Spenden erwünscht. Und was man zusätzlich machen kann, was wir jetzt machen, wir adoptieren jeweils einen Koala. Einen wunderschönen guten Morgen am 18. März 2020. Wir sind am Port Macquarie Lighthouse hinter uns und ja, am geilen Strand. Ja, es ist ein Lighthouse, es ist nicht einfach nur ein Gebäude. Sollte mal eins werden, wir zeigen es gleich mal richtig. Hier, das Highlight wird hoffentlich das Koala Hospital, da fahren wir gleich hin. Aber erstmal so einen geilen, entspannten Morgen hier. Heute Morgen nur eine halbe Stunde gefahren von diesem geilen Campingplatz. Ja, sehr und, zu empfehlen. Genau, ich blende hier nochmal ein, wie der heißt, wirklich zu empfehlen. Und ja. Wir haben es bis jetzt noch nicht angesprochen, aber großes Thema ist leider Corona. Hier merken wir davon nicht so viel, außer dass halt in den Einkaufsläden nicht alles zu bekommen ist, was wir haben wollen, zum Beispiel Nudeln. Vom Klopapier sind wir zum Glück nicht so betroffen. Wir brauchen davon ja nicht so viel, wir sind ja auf Campingplätzen. Genau, aber es steht halt auf der Kippe, ob wir früher nach Hause müssen oder nicht. Ihr werdet es nachher sehen. Wir werden jetzt einfach erstmal weiterreisen und uns von unseren Lieben zu Hause auf den Laufenden halten. Ja. Und ja, schauen wir mal. Also erstmal geht's los. Ja. Prince Beach in Port Macquarie. Ganz schön, aber kein Highlight. Also, der Eintritt hier ins Koala Hospital ist frei, dafür sind halt Spenden erwünscht. Und was man zusätzlich machen kann, was wir jetzt machen, wir adoptieren jeweils einen Koala. Ein Koala zu adoptieren kostet $70, kriegt man hier auch so ein Zertifikat. Ich nehme den kleinen Paul und Lissy nimmt die kleine Anwin. Das füllen wir hier jetzt gerade aus, dann bezahlen wir die Spende hier. Und dann haben wir jeweils einen kleinen Koala adoptiert. Generell ist dieses Koala Hospital so eines der süßesten Sachen, die wir je gesehen haben. So, Adoption getätigt. Die beiden sind auch beide immer noch hier im Hospital. Denen geht es aber sehr gut. Sie sind in der Rehabilitation und gehen bald wieder in die Freiheit. Deswegen können wir sie jetzt nicht angucken, weil sie dann von den Menschen ferngehalten werden. Aber gutes Gefühl. Ja. Wir haben auf jeden Fall was Gutes getan. Wir sind jetzt Mama und Papa. Smoky Point Lighthouse im Head Head National Park und gleichzeitig der Captain Cook's Lookout auf die andere Richtung. Mega geil. Also der kleine Umweg hier lohnt sich auf jeden Fall. Hier runter zum Beach, der Blick. Hier der Leuchtturm. Die Sonne ist da.
einfach nur mega geil. Also das ist wirklich, der kleine Umweg hat sich mehr als gelohnt. Willkommen in Nambuka. Nambuka Heads hier hinter uns. Und hier wieder ziemlich viele geil bemalte Steine. Der ist echt krass. Der hier ist echt am krassesten. Wasser ein bisschen siffig hier, aber sonst auf jeden Fall sehr schön. Ja. Hier wollen wir gleich eine Kleinigkeit essen und dann entscheiden, wo wir als nächstes hinfahren. Ja. So, nochmal das Ganze von oben, vom Captain Cook's Lookout laut Campermate. So, folgendes, wir fahren jetzt weiter nach Coffs Harbour. Wir lassen den Dorigo National Park außerplanmäßig aus, weil da dieser Skywalk ist, den wir gerne machen wollten, der hat nur bis 16:30 Uhr auf und morgen erst ab 9 Uhr wieder. Das heißt, wir sind gerade zur falschen Zeit, es ist jetzt schon Nachmittag, wir würden es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ja. Und sonst sind da nur so ein paar kleine Wasserfälle und ein großer Wasserfall. Dafür wollen wir jetzt keine Stunde hin, Stunde zurück Umweg fahren. Deswegen lassen wir es aus, fahren nach Coffs Harbour und werden dort heute Nacht wahrscheinlich auch irgendwo schlafen. Und dann geht es morgen weiter Richtung Norden. Ja. Erstmal hier nochmal der Lookout und gleich geht's weiter. Angekommen in Coffs Harbour. Hier sind wir auf der Mole. Wieder ein bisschen Wellen gucken. Wir schauen mal, ob wir hier noch so ein, zwei Sachen machen und dass wir dann uns hier in der Nähe irgendwo hinstellen, einfach campen. Ja. Der Tag geht langsam zu Ende, die Corona-Nachrichten reißen nicht ab. Auch hier wird man jetzt drauf angesprochen von den Einheimischen hier. Hier ist es noch nicht so schlimm, aber die Rückreise, das ist so ein bisschen sowas in unserem Kopf, was uns jetzt immer weiter beschäftigt. Aber der Tag war trotzdem sehr schön. Wow. Wir suchen uns gleich Platz zum Campen und dann sagen wir ja nochmal gute Nacht. Bis nachher. Hafen aus kann man direkt rüber gehen zur Insel Muttonbird Island, Vogelschutzgebiet. Aber hier gibt es ein paar Wanderwege und das ist super schön. Blick auf den Hafen, Blick auf die Strände. Blick aufs Meer. Geil. Oh. Emerald Beach, da haben wir eben schon auf der Hinfahrt hier so ein paar Kängurus am Wegrand gesehen, ziemlich geil, scheint alles voll mit Kängurus zu sein. Hier campen wir heute Nacht und morgen früh geht es weiter, deswegen sagen wir jetzt gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht.